Hallo und herzlich willkommen zum Wochenrückblick. Die vierte Erweiterung für World of Warcraft ist da, Mists of Pandaria, und wir haben uns natürlich die Suse direkt mal geschnappt, die schon die Beta rauf und runter gespielt hat. Wie läuft es denn? Guter Start gewesen? Ich glaube, es ist sehr gut gelaufen. Der Andrang war entsprechend groß. Ich kann mich zumindest daran erinnern, als ich mit meinem Charakter eingeloggt bin um Mitternacht und die Quest annehmen wollte, hat das nicht ganz so geklappt, weil alle Leute vor den NPCs standen. Aber alle sind jetzt schon mal brav dabei. Hast du beschlossen, auch vielleicht mal reinzuschnuppern und einen Pandaren zu spielen, oder bleibst du deinen alten Charakteren treu? Ich habe mich sogar entschlossen dazu, erst einen Monk zu spielen. Es gibt ja diese serverbegreifenden Zonen. Das heißt, da ist es dann ein bisschen leerer als auf Pandaria. Da ist es mir nämlich gerade zu voll. Ich finde es immer ein bisschen blöd, wenn die Leute dann durch die Zwischensequenz durchhopsen, wo sie nichts zu suchen haben. Und dementsprechend spiele ich gerade eher einen Mönch und noch einen alternativen Charakter, der auch noch irgendwo so bei den 30ern rumdümpelt. Ihr habt auch eine Wertung dann wieder vergeben für WoW mit dem jetzigen Stand. Die liegt bei 90%. Wo gibt es Pluspunkte? Wo gab es irgendwie Minuspunkte? Es gibt ein paar Minuspunkte bei dem neuen Talentsystem. Ich finde es persönlich immer noch sehr viel flexibler als das, was es vorher gab. Allerdings level ich, wie ich schon gerade sagte, gerade einen Level 30 Charakter. Das ist ein Hexenmeister. Der ist auf ein paar Löcher gestoßen während des Levelprozesses, also dass man halt entweder keine Punkte gekriegt hat, natürlich nicht, die kriegt man ja nur alle 15 Level, oder keine neue Fähigkeiten oder Fähigkeiten, die keinen Sinn machen, weil man sie zu dem Zeitpunkt nicht so wirklich einsetzen kann, wie es gedacht ist. Und dementsprechend haben wir uns gedacht, da geben wir mal einen Punkt weniger. Und inzwischen gibt es auch ein paar andere Spiele auf dem Markt, nehmen wir jetzt mal Guild Wars 2 oder Star Wars The Old Republic, und die machen die Charaktereinführung ein bisschen besser. Okay. Es gab jetzt eine erste Analyse, die sagte, oh Gott, das hat sich doch gar nicht so gut verkauft. Du grinst schon, was sagst du zu dieser Analyse? Ich sag dazu, dass es Blödsinn ist, weil diese Analysten, die der Meinung sind, sie könnten eventuell die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben, haben einfach nur so aus dem Bauch rausgeschätzt, ja, die könnten so 600.000, 700.000 Einheiten verkauft haben, im Einzelhandel wohlgemerkt, die digitalen Versionen zählen überhaupt nicht dazu. Wir haben jetzt beispielsweise auf der Seite gerade eine Umfrage, ob sich die Leute die digitale Version gekauft haben oder die im Einzelhandel, und die digitale Version überwiegt. Also dementsprechend ist das alles irgendwie ein bisschen Panikmache. Ich würde darauf nicht viel geben. Okay, dankeschön. Es ist ja hervorragend, dass Dead or Alive 5 uns auch die Möglichkeit gibt, einfach zuzuschauen, ohne wirklich auf Knöpfe drücken zu müssen. Denn ich glaube, manche Leute könnte das ablenken. Sebastian Stange hat sich natürlich davon nicht ablenken lassen, als er den Test gemacht hat. Wo liegen denn die Stärken von dem neuen Dead or Alive? Sorry, ich habe gerade nicht so richtig zugehört. Es gibt tatsächlich eine famose Brustwackelphysik, die ist auch, obwohl sie dieses Mal im fünften Teil versprochen haben, die Charaktere ein bisschen realistischer zu machen, jenseits von Gut und Böse und völlig unrealistisch. Und sie haben jetzt auch so Sachen dabei wie T-Shirts, die nass werden, und dann sieht man den BH drunter, diese kleinen Japaner. Aber das Spiel ist, trotz alledem, trotz dieser Perverso-Sache, die immer noch da drin ist und die ich auch sehr schätze, sehr gut. Es ist ein sehr unterhaltsamer, griffiger Prügler, der ist gut inszeniert. Die Grafik ist es keine Revolution, aber das Ding sieht sehr sauber aus, es läuft flüssig, und vor allen Dingen wirken die Spielfiguren sehr wuchtig verankert in der Spielwelt. Man kann sich schließlich in den Arenen bewegen, man kann die Arenen ja auch nutzen, um Gegner in Gefahrenbereiche oder in andere Bereiche zu prügeln. Und es wirkt nicht so, als würden die irgendwie über der Erde schweben, es wirkt wirklich so, als ob die da drin stehen, und sie haben auch Wucht und Trägheit auch. Und das Kampfsystem ist auch nicht schlecht. Das ist sehr schnell begriffen. Man braucht, wenn man einen Arcade-Stick nutzt, nur 3 Tasten. Und so nach 2-3 Minuten hat man eigentlich schon die Grundzüge verstanden. Es gibt so ein Steinschere-Papier-Prinzip. Und dennoch gibt es genügend Luft für Profis mit ein paar Expertentechniken, mit Wurfkombos, mit dem ganzen Kontersystem, was nicht mehr so leicht ist wie in den alten Teilen. Runde Sache. Es werden allerdings nur die nötigsten Modi geboten. Ein äußerst stattlicher Solo-Modus zwar, aber ansonsten gibt es halt Tag-Team, Time Attack, Survival versus, also nichts irgendwie Besonderes und Spektakuläres, auch in Sachen Extras, bis auf Mikro-Bikinis. Die sind aber wirklich teuflisch schwer freizuschalten, wartet da nichts Tolles. Es gab ja auch extra tolle Swimsuit-Outfits nur für Vorbesteller und dergleichen. Also insgesamt klingt es für mich so, als wäre es genau das, was man sich von einem Dead or Alive erwartet, dass man halt eben sehr, sehr unterhaltsames prügeln kann, gerade auf Partys. Ja, es ist für mich das unterhaltsamste Prügelspiel und auch das am leichtesten zugängliche und das Spiel der Wahl, was ich einfach mal so laufen lasse, wenn jemand mitspielen soll, weil da läuft niemand dran vorbei und sagt, ne, ohne mich, da will jeder mal anfassen. Den Controller, natürlich nur den Controller. Vielen Dank an Sebastian Stange, wir lassen dich jetzt hier mal mit den beiden Damen allein.
Markus Notch-Persson spricht gerne Klartext und das auch mal gegenüber absoluten Branchenriesen. So hat er nicht nur Microsoft die kalte Schulter gezeigt, als diese wegen einer Windows 8-Portierung für Minecraft an ihn herantraten, sondern diese Tatsache auch direkt per Twitter an alle Follower verbreitet. Seiner Ansicht nach schadet Windows 8 dem PC als offener Plattform und benachteiligt alle Indie-Entwickler durch den Fokus auf den App Store. Wer gerne Spiele importiert, dürfte sich über Nintendos neueste Bekanntmachung zur Wii U ärgern. Die neue Konsole wird mit einem Region Lock ausgestattet sein, also nur Spiele aus derselben Region akzeptieren. Damit bleiben Titel, die nicht in Europa veröffentlicht wurden, für uns zunächst unzugänglich. Zuletzt geht es nochmal um Blizzard und zwar wieder um Diablo 3. Der ganze Ärger mit dem deutschen Verbraucherschutz hat jetzt ein Ergebnis produziert. Und zwar, dass Blizzard etwas ändern muss an den Verpackungen und auch eine Unterlassungserklärung abgegeben hat, dass sie sowas nicht nochmal machen. Was ist denn genau der Stein des Anstoßes gewesen? Wir haben die Packung hier ja auch liegen. Ich hole sie mal dazu. Das ist sie, formschön, ne? Optisch wunderbar gestaltet. Allerdings war den Verbraucherschützern diese Hinweise nicht ausreichend. Und zwar steht hier, Internetverbindung erforderlich. Allerdings sei da nicht genannt worden, dass man permanent eine Internetverbindung braucht und nicht mal zum einmaligen Aktivieren. Auf der Rückseite steht auch, dass man die Nutzungsbedingungen von Diablo 3 und dem Battle.net akzeptieren müsse und sich einen kostenlosen Battle.net-Account erstellen muss. Allerdings sei das wohl nicht so ganz aussagekräftig, dass man sich dort auch dann registrieren muss und so weiter und so fort. Also den deutschen Verbraucherschützern war das zu wenig und dadurch kam es dann halt zu dieser Abmahnung gewissermaßen. Und Blizzard hat jetzt eben die genannte Unterlassungserklärung unterschrieben und das bedeutet, dass sie ab einem gewissen Datum, man spricht davon April nächsten Jahres, diese Verpackung spätestens nicht mehr verkaufen dürfen. Ich weiß nicht, ob das Datum hundertprozentig korrekt ist und wie die Verpackung dann anschließend aussieht, also ob sie dann einfach nur einen Button draufkleben oder ob sie wirklich ja komplett eine neu gestalten mit einem aufgedruckten Hinweis, was wahrscheinlich dann nötig würde. Wenn du dich mal zurückinsinnst, ist sowas schon mal passiert, dass wirklich ein Unternehmen, das Computerspiele produziert, vom Verbraucherschutz wegen falschen Angaben auf der Packung irgendwie Ärger bekommen hat? Also ich kann mich jetzt konkret an keinen Fall erinnern, aber ich gehe mal davon aus, dass das schon passiert ist, weil der Verbraucherschutz ist ja recht umtriebig und der muss ja auch sein Dasein irgendwie berechtigen. Also ich kann mich erinnern, dass mal irgendwo auch dann verbotene Symbole dann halt überdeckt wurden sozusagen. Sowas hat es dann schon gegeben. Aber nicht so prominent wie jetzt bei Diablo 3? Wie gesagt, mir gerade fällt es nicht ein, aber möglich ist alles. Wir sind jetzt schon über 20 Jahre oder fast 30 Jahre Computerspiele und wenn das noch nicht passiert sein sollte, dann wäre schon ein unglaublicher Zufall. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie Sie diese Packung jetzt aufpeppen wollen mit einem großen Warnschild drauf. Achtung, Sie brauchen Internet und zwar die ganze Zeit. Wir warten das mal ab. April nächstes Jahr melden wir uns spätestens zu dem Thema wieder. Aber ich denke mir, es wird irgendwie noch weiterhin Trubel um Diablo 3 geben. Das hört ja nicht auf. Garantiert. Vielen Dank an Olli Hake und wir verabschieden uns jetzt. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich würde darauf nicht viel geben. Okay, dankeschön. Und ihr auch nicht, ne? Nein. Hallo und herzlich willkommen zum Wochenrückblick. Die vierte Erweiterung für WoW ist da. Wie viel machst du, ne?